So, dann gucken wir mal weiter. Ah, zwei rollende Steine. Ja, das könnte noch lustig werden. Hier geht's nicht lang. So eine Sackgasse? Kein flackerndes irgendwas? Nö. Oh, und da geht's hoch. Nee, wir wollen nicht hoch. Wir wollen eigentlich erstmal schön Schritt für Schritt jedes Level durchgucken, bevor wir ja irgendwo weiter hoch oder runter gehen. Da ist schon mal ein Schalter, der ist wahrscheinlich direkt für die Tür. Und wieder so eine komische Mini-Sackgasse. Soll das irgendein Muster ergeben? Ah, ach so, sie wollen das. Nö, das ist nicht symmetrisch. Sonst hätte ich gedacht, ah, okay, vielleicht machen sie so eine Sackgasse, damit das Ganze nachher ein schön symmetrisches Bild abgibt oder irgendein Symbol auf der Minimap. Aber nö. Das ist einfach nur sinnlos. Okay. Da war gerade ein Stein, ich habe dich gesehen. Was soll das? Oh. Okay, wir haben hier einen Stein, der lang rollt, und wir haben da einen Stein, der lang rollt. Und dazwischen haben wir Blöcke, die wir bewegen können. Das heißt, wir können die Steine theoretisch für eine kurze Zeit aufhalten, wenn wir wollen. Wollen wir das denn? Du hast nirgendwo Druckplatten, wo die länger drauf stehen bleiben müssten oder so. Außer da. Aber die Druckplatte ist wahrscheinlich nur für die Tür. Wozu können die Blöcke noch da sein? Oh, eine Abkürzung. Ich schiebe den Block jetzt mal nach unten. Warte ab. Block ist weg. Und tada, Abkürzung. Sonst wüsste ich jetzt nicht, wofür das da sein könnte. Eventuell habe ich mir gerade ein Rätsel verbaut, aber ich nehme es irgendwie nicht an. Denn das sind ja Sachen, die man nur einmal machen kann. Das heißt, wenn man Mist baut, könnte man nicht weiterkommen. Und so eine Game-Breaking-Rätsel gibt es eigentlich fast nie. Also nur bei ganz alten Spielen. Und so alt ist das hier nun auch wieder nicht. So, aber wir wollten hier weiter gucken. Wir haben einen blauen Schlüssel. Den könnten wir hier unten gleich benutzen. Wenn wir in A reinspringen, kommen wir bei A1 raus. Und wo ist AA2? Gucken wir mal. AA1, ja. AA2 war sogar eingezeichnet. Ich habe es nur nicht gesehen. Ja, da ist BA1. Boah, ist das nervig. Oh, man teleportiert sich direkt auf eine Druckplatte. Hier hören wir schon wieder diese kreischenden, was auch immer für Viecher das sind. Und hier war das blaue Ding. Dann benutzen wir nochmal das blaue Ding mit dem anderen blauen Ding und hören keine Monster, das ist schon mal gut. Hören wir Kisten? Nein, hören wir auch nicht. Ah, doch. Ein Seelenhaus. Jetzt haben wir schon eine Doppelhaushälfte. Zwei Doppelhaushälften. Okay. Ah, für die Truhe brauchen wir doch nur ein so ein Ding. Oder sollen wir jetzt jede Seele von jedem Toten aufsammeln und die irgendwie zu einem Superhelden machen? Haben wir eingezeichnet, wo die gestorben ist? Was war Fahr? NSC. Ja, das wird sie sein. Soll das Frau heißen? Mann, 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 die Notiz habe ich gerade mal vor 1,5 Tagen oder so geschrieben. Ach ja, man wird alt. So. Nein, man hat einfach nur zu viele Projekte und zu wenig Freizeit. Das wird es wohl eher sein. So. Nächste Abzweigung links rein und dann gucken wir mal, ob wir vom Stein getroffen werden. Nein. Dann gucken wir mal, ob wir das Seelenhaus mit der Leiche kombinieren können. Oh, das war die Feder. Was soll das Feda heißen? Aber wir können ja nicht umschreiben, das ist doof. Oh, man kann sie wegnehmen, das ist natürlich besser. Feder. So. Wo war jetzt die Frau?
Oh, da ganz hinten. Okay. Nee, die Teleporter will ich eigentlich nicht nochmal durch. Obwohl, da ist noch eine Tür, wo wir nicht waren. Das hätten wir auch kurz erledigen sollen. Haben wir hier noch was? Ein leeres Pergament haben wir noch. Zwei leere Pergamente. Was hast du noch zu sagen? Kennst du einen Weg über die Narbe? Wir kennen schon mal einen. Vielleicht kennt er ja noch einen zweiten. Also nein, wir kennen zwei. Wir kennen den über den Baum und wir kennen den über die Brücke, wo wir nicht rüber können. Nach dem, was die Reisenden sagten, führen drei Wege über die Narbe. Wow. Im Nordwesten liegt die Felsenfestung. Ein ausgezeichneter Weg, um direkt in das Herz der Einödel zu gelangen. Im Osten befindet sich die Barriere und die Bogenbrücke. Beide führen in die unterirdische Stadt und zum Meer. Die Barriere ist ein schreckliches Labyrinth und die Bogenbrücke kann nur mit Hilfe eines Schlüssels überquert werden. Ich glaube, man nennt ihn Stein des sicheren Überquerens. In der Barriere ist ein Durchgang? Oh Mann! Die Barriere war der Dungeon mit den roten Affen drin. Das heißt, wir hätten da einfach direkt hierher gekonnt. Was hast du noch? Weißt du etwas über den Stein des sicheren Überquerens? Skripsel, Skripsel, Skripsel. Und... Nur, dass sich ein Stein des sicheren Überquerens im Besitz des Hohenpriesters unseres Tempels befunden haben soll. Seine Räumlichkeiten sind im ersten Stock des mittleren Turms zu finden. Es gibt mehrere Türme. Bisher haben wir nur einen Hochgang gefunden und das sieht recht mittig aus. Also ja, auf der Landkarte draußen sah man ja auch so drei Türme hochragen. Aber hier sind nirgendwo Hochgänge. Außer da ist irgendwie einer versteckt, aber dann müsste auch auf der Seite einer versteckt sein. Was auch sein könnte, denn wir haben nicht dahin geguckt. Machen wir das doch mal kurz. Nur so, was wollte ich jetzt sagen? Der Vollständigkeit halber, genau. Denn in der Barriere waren wir anscheinend nicht vollständig genug. Oder nicht sauber genug, oder wie auch immer. Und haben den riesigen Ausgang über die Narbe übersehen. So, halten wir uns mal links rum. Aber ja, das ärgert mich noch ein bisschen, weil ich wollte ja eigentlich immer alle Dungeons schön erforschen. Ja, komm. Den schlucken wir und da geht's nicht nach oben. Na gut, aber das hätten wir schon mal geklärt. Also wieder zurück. Weg von dem lauten blauen Feuer. Lauf weg. Stimmt, eine Laufenfunktion gibt es gar nicht. Unser Held ist irgendwie immer gleich schnell. Oh, Stein, 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 Stein. Oh, das haben wir vorher nicht gesehen. Ja, es lohnt sich also doch, alles nochmal abzugehen. Sogar eine Kiste drin, schön, schön. Und Trank der verbesserten Sterblichkeit, sehr schön. Noch irgendwas? Leeres Pergament und das war's. Also, abspeichern. So, und alles unter 5 wird neu geladen. Das ist eine 9, sehr schön. Apropos Lebenspunkte, wir sollten uns zwischendurch mal wieder heilen. Da. Aber ja, hätten wir bei jedem Heiltrank, bei jedem permanenten Magie- und Lebenspunktetrank so lange neu geladen, bis wir Maximum hätten, wären wir jetzt wahrscheinlich schon richtig guter Charakter. Wir wollen wir nach oben oder wollen wir kurz dahin gucken? Ich denke mal, da werden wir eh zwangsweise nochmal vorbeigehen, weil wir in die Totenstadt wollen. Also können wir auch gleich nach oben gehen. Und da finden wir dann diesen Stein des sicheren Überquerens, den wir aber eigentlich gar nicht mehr brauchen. Weil wir wissen jetzt ja, dass es einen Weg durch die Barriere gibt und wir haben immer noch den Weg über den Baum. Auch wenn ich jetzt nicht mehr weiß, ob wir da auch wieder zurückkommen.
Okay, du bist A. Hier ist A, Ausgang 1. Mann, Mann, Mann. Warum haben die Mönche so viele Teleporter? Ist doch fast ein Luxus, Teleporter zu haben. Und die haben sich doch auf Entsagung spezialisiert. Ach ja. Okay, ich meckere zwar viel über die Teleporter, aber irgendwie finde ich es auch cool, dass man sich so richtig Notizen machen muss auf der Karte, wo man rauskommt und das Ganze nicht in so einen Tunnel-Shooter ausartet. Das ist schon ganz cool. So, den Teleporter gehen wir noch nicht rein, also es kriegt ja noch keinen Buchstaben. Gucken wir erstmal, was hier noch so ist, außer jede Menge Eulenmenschen. Die sehen echt komisch aus. Vor allem, es sind keine richtigen Eulen, sondern die haben ja auch so einen Menschenoberkörper. Aber sind voll klein und fliegen wie eine Eule. Was hast du zu sagen? Einer der drei. Hier lebt der Demütigste. Os Sancte ist sein Name. Os Sancte. Blaues Ding. Ja, wir haben kein blaues Ding mehr. Das ist jetzt doof. Hätten wir uns aber eigentlich irgendwie denken können, oder? Weil die anderen beiden brauchten ja auch einen blauen Schlüssel und wir haben nur zwei gehabt und zwei verbraucht. Aber noch ein Teleporter. Noch zwei Teleporter. Kein Teleporter, ein Teleporter. Okay. So, hast du ein blaues Ding dabei? Wenn ja, dann lass es fallen. Nö, kein blaues Ding. Und der nächste Teleporter? Nee. Wir gehen erst in die Teleporter rein, wenn wir den ganz normalen Weg abgegangen sind. Oh. Hast du was mit den Teleportern zu tun? Also den da. Gucken wir mal. Einer ist weg. Zwei sind weg. Oh, kommt hin. Ja, jede Menge Teleporter und unendlich viele Steine, die aus dem Nichts gekommen und Tiere schnell alles Mögliche zerhackstückeln. Okay. Der Stein geht in den Teleporter und kommt da wieder raus. Der Stein... da wird wahrscheinlich noch ein Teleporter sein, nur ein bisschen weiter nach hinten verschoben, um eine Zeitverzögerung zu haben. Mann, 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 das ist ja richtig kompliziert hier. Speichern wir mal ab. Da. Und jetzt rasen wir dem Stein mal hinterher und gucken, wo wir rauskommen. Oh, wir hätten das vorher markieren sollen. Du bist jetzt mal B. Und hier ist B, Ausgang 1. Gleich kommt hier ein Stein angeflogen, also sollten wir Platz machen. Also, jedenfalls müsste ein Stein angeflogen kommen, denn der geht die Tour hier immer hin und her. Aber irgendwie kommt hier keiner. Ah, doch, da war einer. Genau, kannst du schön da stehen bleiben. Dann wirst du vielleicht vom Stein erwischt. Er wird vom Stein erwischt, aber hat keinen Schaden bekommen. Killer-Eule. Stab der wilden Blitze. Zaubert brüllende Säule unkontrollierter Blitzschläge. 8 Ladungen. Oh, der Zauber war ganz cool. Und wir haben den Stab in der Hand. So. Also falls wir mal auf einen Gegner treffen, der nur durch Magie verletzt werden kann, oder besser durch Magie verletzt werden kann, sollten wir den Stab mal rausholen. Und zwischendurch heilen. Aber ja, soweit ist es ein recht interessantes Obergeschoss. Aber abspeichern und bis gleich.